Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 10, die zweite Lesung, Gesetzentwurf Fraktion der SPD, Fraktion Freien Demokraten, zweites Gesetz zur Änderung des Hessischen Kinder- und Jugendhilfegesetzbuchs, Drucksachen 1214 zu 127 aus 20, und bitte als erstes die Berichterstattung von Frau Ravensburg vorzunehmen. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Der Sozial- und Integrationspolitische Ausschuss empfiehlt dem Plenum mit den Stimmen von CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN gegen die Stimmen der SPD, Freie Demokraten, bei Stimmenthaltung der AfD und der LINKEN, den Gesetzentwurf in zweiter Lesung abzulehnen. Danke, Frau Ravensburg, für die Berichterstattung. Mit aufgerufen wird hierzu ein Änderungsantrag der Fraktion der SPD und Fraktion der Freien Demokraten, Drucksache 1225 aus 20. Und wir beginnen die Debatte, die für 37 Minuten vorgesehen ist, mit Herrn Becher von der SPD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren! Hinter der mehrheitlichen Ablehnung unserer Gesetzesvorlage steht ja eine große und wichtige Übereinstimmung. Das kann man ja erst einmal sagen. Wir sind uns nämlich einig, das hört man da ja gar nicht so schnell, dass eine Landeselternvertretung für Kindertageseinrichtungen in Hessen aufgebaut werden soll. Es ist ein längst überfälliger Schritt, Eltern in diesem grundlegenden Bereich der Betreuung und Bildung von Kindern an der Gestaltung und Entwicklung auf Landesebene zu beteiligen. Es ist höchste Zeit, dass wir das anpacken. Nicht einig sind wir uns, wann das geschehen soll. Wir schlagen zusammen mit der FDP vor, im kommenden Jahr zu starten. Die Regierung hält sich in der Frage des Zeitpunkts bedeckt, um es vorsichtig zu sagen. Und nicht einig sind wir uns, wie der Weg in diesem Prozess sinnvoll gestaltet ist. Sie sind überzeugt, dass es noch deutlich mehr Vorlauf braucht. Wir halten das für eine unnötige, aber vielleicht für diese Regierung nicht ganz untypische Zögerlichkeit. Sie werden gleich behaupten, nehmen Sie das einmal als prophetische Rede von mir, die Anhörung habe Sie in Ihrer abwartenden Haltung bestätigt, und wir würden politisch-taktisch vorbrechen, das ist ja heute auch schon einmal vorgehalten worden, und den Wunsch auf breite Beteiligung im Prozess missachten. Aber diese Lesart ist nicht richtig. Nein, sie übersieht, wie sehr Ihr Prozess der hessenweiten Erhebung, die da jetzt ausgerollt ist, in seiner Zielsetzung unscharf ist. Geht es hier eigentlich um das, ob wir das brauchen, oder nur um das Wie? Geht es um ein exemplarisches Gucken oder um ein flächendeckendes? Und wann ist das Flächendeckende abgeschlossen in Hessen? Also, das ist sehr unscharf. Und ich sage Ihnen, zu einem ordentlichen Projektmanagement gehört auch Wachsamkeit. Wann überdehne ich einen Prozess und beginne ihn zu verkomplizieren? Sie sind auf dem besten Weg dorthin. Das Projekt, das jetzt die LAG Kita Eltern Hessen e.V. verantwortet, ist seit 2015 unterwegs. Die Jahresringe wachsen weiter an. Sie wollen das Gesetz? Sie wollen das? Dann tun Sie das Nötige. Alles, was es dazu braucht, ist da. Alles, was gefehlt hat, hat die Anhörung geliefert. Jetzt kann man erwarten, dass aus einer politischen Absichtserklärung auch eine Tat folgt. Wir haben bei der Anhörung gut zugehört und gemeinsam mit der FDP einen Änderungsantrag, und der greift drei Gesichtspunkte aus der Anhörung auf. Mit einer weicheren Sollvorschrift werden Spielräume für ein differenziertes Hineingleiten eröffnet. Also genau das, wo Sie sagen, es ist Zeitdruck drin, ist raus. Etwas, was z.B. der Landkreistag gefordert hat. Wir haben die Fristen für die Wahl des Beirats um einen Monat verlängert. Das ist nicht unkompliziert, aber es war mehrfach angemahnt und scheint uns möglich. Und drittens,
Wir haben eine Übergangsregelung beim Ausscheiden der Kinder aus der Einrichtung geschafft. Eltern können die Amtszeit abschließen, um auf diese Weise Übergänge zu erleichtern. Und drittens räumen wir, das ist natürlich dem Ablauf des Verfahrens hier auch geschuldet, ja noch einmal 10 Monate Zeit ein, den Start vorzubereiten bis Beginn 2020. Andere Änderungen sind in unserem Änderungsantrag außen vor geblieben. Das ist auch richtig. Zum Beispiel die mehrfach aufgeworfene Frage nach einer angemessenen Beteiligung von Familien mit Migrationshintergrund. Nicht, weil uns dieses Anliegen nicht wirklich wichtig wäre, aber eine quotierende Regelung, um diese Beteiligung sicherzustellen, scheint uns nicht wirklich überzeugend. Das könnte man miteinander noch diskutieren. Ein entsprechender Änderungsantrag, zum Beispiel von Regierungsseite, hätte diese Diskussion eröffnen können. Aber das kommt ja nicht in Frage, denn es soll ja jetzt auf keinen Fall begonnen werden. Andere Vorschläge aus der sehr anregenden und konstruktiven Anhörung könnten im Nachgang zu einer gesetzlichen Regelung behandelt werden. Zum Beispiel die Frage, wie das mit dem Landesjugendhilfeausschuss ist. Es wird deutlich, meine Damen und Herren, diese Anhörung hat notwendige Nachschärfungen möglich gemacht. Man kann also zur Tat schreiten, aber es bleibt ein künstlich aufgeschütteter, unüberwindbar scheinender Berg, weshalb Sie unseren Weg nicht mitgehen. Dieser Berg täuscht offene Fragen vor, wo keine sind, baut einen sehr langen Weg zu einer breiten Akzeptanz auf, die entweder längst da ist oder sich auf diesem Weg auch nicht einstellen wird. Und das liegt nicht, das will ich ausdrücklich sagen, an der schlechten Arbeit der LAG-Kita-Eltern Hessen. Das liegt an der Aufgabe, die so groß und unbewältigbar für diese kleine Servicestelle ist, dass auch 2 oder 3 Jahre nicht reichen werden, die hessische Kita-Landschaft auf eine sich zum besten Verfahren geeinigt zu haben. Manche werden vermutlich bei einer grundlegenden Skepsis bleiben, wie z.B. der Hessische Städtetag. An anderen Orten wird es von den jeweiligen Elterngenerationen abhängen. Die haben wahrscheinlich inzwischen auch wieder gewechselt, bis wir dann soweit sind. Und manche freie Träger werden auch befürchten, dass die Beteiligung Unruhe in die Abläufe bringt, und das wird sich vielleicht auch nicht auflösen. Das soll und muss alles ernst genommen werden, dass Sie mich recht verstehen. Wird aber hoffentlich nichts an dem politischen Willen ändern, dass es dieses Instrument der Partizipation von Familien in diesen wichtigen Betreuungs- und Bildungsfragen in Hessen dringend braucht. Das hoffe ich doch. Und wenn das so ist, ist es dann nicht ein vielversprechenderer Weg, Akzeptanz dadurch zu gewinnen, dass die Eltern diese Beteiligung anvertraut bekommen, damit Erfahrungen machen können, sich ernst genommen erfahren? Wäre es nicht hilfreicher, die Ressourcen von der ewig vorbereiteten Bestandsaufnahme auf eine Prozessbegleitung in der Umsetzung des Gesetzes umzulenken? Da hätte dann auch die LAG-Eltern, wenn sie noch vielleicht etwas besser ausgestattet würde, eine nicht minder wichtige Aufgabe. Vernetzung, Newsletter, Workshops, das, was die jetzt machen, das alles könnte dann einem sehr viel handfesteren Arbeitsauftrag dienen. Und wir könnten nach 3 Jahren das erste Mal auswerten, statt dann vielleicht gerade mal zu starten, und könnten anhand der im realen Leben gemachten Erfahrungen nachsteuern, anstatt anhand von Fantasien und Ängsten, die immer wieder weiter kolportiert werden. Zu diesen kolportierten Ängsten gehört z.B. auch die immer wieder aufgeworfene Frage, wie das denn mit den freien Trägern jetzt geregelt werden soll. Das kommt immer erst einmal gut an, dass die freie Trägerlandschaft so kompliziert ist, dass alles eine riesige Hürde ist. So werden Berge auch höher. Ich wüsste nicht, dass diese Hürde bei der Etablierung von Elternbeiräten in Kitas, wie sie jetzt gesetzlich vorgeschrieben ist, irgendeine Rolle gespielt hätte. Das ist in § 27 HGJGB für alle Einrichtungen geregelt, egal ob kommunale oder freie Träger. Sie haben alle schon Elternbeiräte. Das ist Gesetz. Das ist so vorgesehen. Das existiert. Wir können von hier aus einfach weiterbauen. Dort, wo es bereits Gesamtelternvertretungen gibt, wird man kreative Wege finden, bestehende Strukturen im Sinne des neuen Gesetzes zu nutzen. Kommen Sie bitte zum Schluss, Herr Becher. Ich kann Ihnen nur sagen, das mache ich sehr gerne, in den anderen Bundesländern schüttelt man den Kopf über die Bedenkenträger in Hessen. Das ist hier nicht so deutlich geworden, aber das weiß man. Ich schüttle auch den Kopf über eine Landesregierung, die mutig zupackt. Das fehlt mir, das sieht anders aus. Diese Landesregierung ist bei dieser Gesetzesinitiative zögerlich. Man kann sich hinter angeblichen Beteiligungsverfahren auch verstecken. Und das scheint mir doch hier der Fall zu sein. Vielen Dank. Danke, Herr Becher. Für die Fraktion DIE LINKE hat sich Frau Böhm zu Wort gemeldet.
Sehr geehrter Herr Präsident, herzlichen Dank. Sehr geehrte Damen und Herren, auch wir wollen eine Landesvertretung der Eltern für die frühkindliche Bildung. Ich hätte die einleitenden Worte von Herrn Becher jetzt gerade einfach wiederholen können. Ich denke, die ist dringend erforderlich, weil es dringend erforderlich ist, dass Eltern tatsächlich mitwirken, wie in Hessen Kindertagesbetreuung stattfindet. Es muss ja eine Institution geben, die die Landesregierung berät, eine bessere frühkindliche Bildung auf den Weg zu bringen. Ich denke, Eltern sind dafür sehr gut geeignet, und das ist eine dringend erforderliche Sache. Die Landesregierung wird Folgendes zu hören bekommen. Da bin ich mir sehr sicher. Eltern wollen Kindertagesstätten, die nicht nur die notwendigen Öffnungszeiten bilden. Sie wollen Erzieherinnen und Erzieher, die Zeit haben für ihre Anliegen, die die Kinder betreffen. Sie wollen Erzieher, die Zeit haben für die Sprachentwicklung, die emotionale, soziale, intellektuelle Entwicklung und die Zeit haben, sich mit anderen Fachkräften auszutauschen und abzusprechen. Dafür gibt es den Begriff der mittelbaren pädagogischen Arbeit, der leider noch nicht in die Gesetze bisher eingeflossen ist. Eltern wollen Kindertagesstätten, die eine personelle Kontinuität bieten. Dafür ist eine gute Leitung erforderlich. Was ist denn aber, wenn es keine Leitungsfreistellung gibt, wie es bisher im KiFOG nicht vorgesehen ist? Was ist dann? Dann gibt es eben diese Leitungsfreistellung nicht, und die Leitungen müssen schauen, wie sie sich die Zeit aus ihrer Kindertagesbetreuung herausschneiden. Eltern wollen gut qualifizierte Erzieherinnen und Erzieher, die auch vorhanden sind tatsächlich. Aber um diese zu halten, müssen die Arbeitsbedingungen verbessert werden, sonst laufen sie den Kindertagesstätten davon. Und es geht um die Bezahlung. Ich erinnere nur an den Streik vor einigen Jahren, den die Kommunen das Land ausgesessen haben und nicht bereit waren, auf die Forderungen der Gewerkschaften einzugehen. Es geht um die Belastung der pädagogischen Kräfte durch die vielen neuen Aufgaben wie die zunehmende U3-Betreuung, Inklusion, Sprachförderung, im Übrigen auch an die rechte Seite, das ist häufig für Kinder mit deutschem Hintergrund, und auch um die Unterstützung von Familien in herausfordernden Lebenssituationen. Erzieherinnen und Erzieher sind oft genug die ersten Ansprechpartner der Eltern bei sozialen, pädagogischen, aber auch finanziellen Fragen, wenn es z. B. um den Elternbeitrag geht. Eltern wollen auch eine gute Ausbildung von Erzieherinnen und Erzieher, damit rechtzeitig für den Nachwuchs gesorgt ist. Aber dafür brauchen die Fachkräfte Zeit. Das sind Dinge, die Eltern an uns herantragen, die sie brauchen für eine gute Kita-Betreuung. Und deswegen brauchen Eltern auch eine Stimme hier im Lande, die Möglichkeit haben, auch zu sagen und gehört zu werden von der Landesregierung, um ihre Anliegen auch, damit sie auch umgesetzt werden. Und natürlich auch viele Erzieherinnen und Erzieher würden für diese Ziele gerade stehen. Auch viele Kommunen würden das gerne machen, wenn das Land bereit wäre, das Geld dafür zur Verfügung zu stellen und es nicht vorher den Kommunen wegzunehmen. Deswegen brauchen wir dringend diese Landeselternvertretung. Auch teile ich die Bedenken von SPD und FDP, dass das Thema wieder einmal auf eine lange Bank geschoben wird. Allerdings ist für uns der vorliegende Gesetzentwurf nicht ausreichend, auch nicht mit dem Änderungsantrag. Es fehlen die Tageseltern, es fehlen die klaren Kompetenzen auf Landesebene. Ich habe dazu etwas in der ersten Lesung gesagt. Es fehlen die Hinweise auf Kostenregelungen für die ehrenamtlich Tätigen. Und das ist für mich entscheidend. Die LAG-Kita-Eltern benötigt mehr Zeit für den Aufbau einer guten Struktur. Ich zitiere nur aus der schriftlichen Anhörung der LAG-Kita-Eltern. Wir sehen jedoch die Gefahr, dass damit möglicherweise unzulängliche Regelungen getroffen werden, die sich in der Praxis nicht bewähren, da ihnen der Unterbau fehlt und die damit einer gelebten Elternmitwirkung kontraproduktiv entgegenstehen. Damit wäre aus unserer Sicht eine große Chance vertan, denn ein guter Landeselternberat braucht einen guten gesetzlichen Rahmen, ebenso wie eine tragfähige Basis innerhalb der Elternschaft. Deshalb können wir uns bei dem vorliegenden Gesetzentwurf leider nicht
zustimmen. Wir können uns nur enthalten. Schönen Dank. Danke schön, Frau Böhm. Für BÜNDNIS 90 die GRÜNEN erteile ich Frau Anders das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Der Gesetzentwurf von FDP und SPD hat ein wichtiges und, wie schon mehrfach betont, ein unstreitiges Ziel, nämlich die Beteiligung von legitimierten Elternvertretern von Krippen, Kindergärten, Horten auf Landesebene. Und diese Beteiligung soll Eltern ermöglichen, in politische Prozesse eingebunden zu werden. Eltern sollen Gehör finden und auch ihre Interessen auf Landesebene einbringen. Eltern sind wichtige Erziehungs- und Bildungspartner der Kindertageseinrichtungen, und die Kooperation zwischen den Einrichtungen und den Eltern ist entscheidend dafür, wie die Bildungsbiografie der Kinder ausfällt. Und deswegen ist es wichtig, dass die Interessen aller Akteure ernst genommen werden. Ihr Gesetz beschreibt, wie die Strukturen dafür aussehen müssen. Es braucht nämlich erst einmal demokratisch gewählte Elternvertreter auf kommunaler und Jugendamtsbezirksebene. Und genau hier liegen die Schwierigkeiten, die ja auch alle in der Anhörung zur Sprache gekommen sind. Denn nur wenige große Städte haben überhaupt Stadtelternbeiräte, und meistens sind diese ohne Vertreter der freien Träger. Wenn das alles so einfach wäre, Herr Becher, dann würden die ja schon bereits eingeladen werden, dann würden die ja bereits schon in den Kommunen gehört werden. Das ist leider noch nicht der Fall. Und Ihr Gesetzentwurf hat für dieses Problem auch keine Lösung. Ganz im Gegenteil, da sind noch mehrere Fragen, die zu klären sind. Die Träger haben wir schon angesprochen. Dann die Frage der passenden Amtsdauer bei verschiedener Verweildauer in verschiedenen Einrichtungen ist nicht eine unerhebliche Frage. Da ist auch noch keine Lösung gefunden. Und die Frage, wie die Kindertagespflege denn gehört wird, wie die eingebunden werden sollen und wie Eltern mit Migrationshintergrund einbezogen werden können, das fehlt in Ihrem Gesetz ebenfalls. Die, die sich damit intensiv beschäftigen, die wurden auch angehört, nämlich die LAG Kita Eltern Hessen. Und die arbeitet, das haben Sie leider falsch dargestellt, nicht schon seit 2015, da hat sie ehrenamtlich gearbeitet. Seit einem Jahr hat sie eine Stelle vom Ministerium dafür bekommen, um eine Bestandsaufnahme zu machen. Diese Bestandsaufnahme wird zeigen, was es schon in den Kommunen gibt, wo es Ausbaubedarf gibt und was die Kommunen an Hilfen brauchen, um dieses Projekt weiterzuentwickeln. Die LAG Kita Hessen hat während und auch noch einmal nach der Anhörung, diese E-Mail haben Sie ebenfalls bekommen, deutlich gemacht, dass das Anliegen der Beteiligung mehr als Gesetze und Verordnungen braucht. Es setzt nämlich sehr viel Engagement von Eltern voraus, die ja ohnehin schon meistens berufstätig sind, Kinder großziehen und das eben dann auch noch ehrenamtlich machen. Und die wollen nicht mit irgendwelchen schwammigen Gesetzen jetzt noch konfrontiert werden, sondern die wollen ein Gesetz, das ihnen auch Sicherheit gibt und das ihnen sagt, wann sie was wie tun können. Und ich kann Ihnen gerne mal erzählen, wie das bei mir in der Kommune abgelaufen ist vor wenigen Monaten. Da wurde es auch gefordert, dass es einen Stadtelternbeirat gibt, der legitimiert ist durch eine demokratische Wahl. Und da das ja auch ein Gesetzentwurf der FDP ist, sollte die FDP jetzt gut zuhören. Dieser Gesetzentwurf wurde nämlich von Herrn Kollegen Hahn abgelehnt. Ja. Der nämlich genau aus diesen Gründen, die hier eben genannt wurden, einem Stadtelternbeirat in Bad Vilbel nicht zustimmen kann. Das bedauern die Bad Vilbeler Eltern sehr. Ich finde es sehr bezeichnend, wenn FDP und SPD ein Gesetz vorlegen
um die Mitsprache und die Partizipation von Eltern in diesem Land zu fördern. Und wenn diese dann angehört werden und Empfehlungen abgeben, diese Empfehlungen ignoriert werden. Das finde ich sehr, sehr traurig, ist aber vielleicht bezeichnend für die Situation. Sehr verehrte Damen und Herren, auch die Herren da bei der FDP, Herr Rudolph zum Beispiel, schwer beschäftigt. Ohne einem festen Fundament und ohne einen Unterbau wird das Dach des Landeselternbeirats wackelig werden. Es wird wahrscheinlich auch durchregnen. Deswegen werden wir weiterhin darauf bestehen, dass die LAG Kita-Eltern Hessen ihre Arbeit erfolgreich durchführt, dass sie Kommunen berät, wie denn der Unterbau gut fortgesetzt werden kann. Im Ziel sind wir uns einig. Der Weg ist noch strittig, aber wir wollen arbeitsfähige Gremien und keine Scheinparlamente. Und deswegen werden wir dieses Gesetz ablehnen. Danke. Danke, Frau Anders. Für die Freien Demokraten hat sich Ihr Fraktionsvorsitzender Herr Rock zu Wort gemeldet. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Liebe Frau Anders, Sie sollten sich wirklich mal ein bisschen mehr mit der Materie beschäftigen, anstatt so hier aufzutreten, anstatt Sie lachen jetzt. Sie lachen jetzt. Sie waren doch bei der letzten Debatte hier und haben doch erklärt, es gäbe gar keine Elternbeiräte in den Kitas, obwohl diese gesetzlich vorgeschrieben sind. Sie haben sich doch hier in einer solchen Inkompetenz schon geäußert, dass mir dazu ja gar nichts mehr einfällt, liebe Frau Anders. Also das kann ich wirklich nicht ernst nehmen, was Sie hier sagen. Das kann ich, Frau Anders, das kann ich nicht ernst nehmen. Ich persönlich war in über 100 Kitas und ich kann Ihnen sagen, das, was Sie hier vorgetragen haben, das findet da keinen Widerhall. Vielleicht sollten Sie sich mal intensiver mit der Sache beschäftigen. Herr Rock, lassen Sie eine Zwischenfrage zu? Klar, gerne. Drücken Sie mal kurz. Ja, danke. Vielen Dank, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Ist Ihnen bekannt, Herr Rock, dass die Frau Anders seit über 20 Jahren Erzieherin und ausgebildete Diplom-Sozialpädagogin ist? Herr Rock, bitte sehr. Das ist interessant, aber dann wundert mich, warum sie immer noch nicht weiß, dass ein gesetzlich vorgeschriebener Beirat in einer Kita vorhanden ist. Und dann würde ich Sie bitten, sich mal damit zu beschäftigen. Beschäftigen. Wie kann man, wenn man tatsächlich in dem Beruf arbeitet, so hier auftreten? Das ist mir schleierhaft. Frauen, das ist mir völlig schleierhaft. Und das können wir vielleicht mal unter vier Augen klären, aber das kann ich mir überhaupt nicht erklären, wie Sie hier vorgehen. Also diese Landesregierung hat in den letzten fünf Jahren, im Bereich Kita nichts getan. Nichts. Da müssten Sie doch gerade Interesse haben, dass sich die Situation in den hessischen Kindertagesstätten verbessert. Warum tun Sie da nichts? Warum überzeugen Sie Ihren Minister nicht, sich einfach mal dort einzusetzen? Ich habe in meiner letzten Rede zu dem Thema gefragt, was sind uns die Kinder in unserem Land wert? Was sind uns die Kinder in unserem Land wert? Und ich habe das für uns gesagt, für uns sind sie alles wert, alle Mühen und alle Anstrengungen. Und dann habe ich festgestellt, was sie dieser Landesregierung wert sind. Kein Cent Landesgeld. Kein zusätzlicher Cent Landesgeld. Und das ist nämlich das, was mich am meisten verärgert bei dieser Debatte, dass Sie dieses wichtige Thema bis heute noch nicht ernsthaft vorantreiben und trotz all der Vorschläge und all der Appelle der Betroffenen und der Herausforderungen, die die Kommunen jeden Tag schildern und Betroffene jeden Tag schildern, bis heute noch nicht diese Aufgabe angenommen haben. Und das ist sehr traurig und sehr schlimm für dieses Land. Und jetzt kann man tatsächlich sagen, na ja, es geht ja meistens ums Geld bei dem Thema, und dann gibt es eben widerschreitende Interessen, und beim Geld, na ja, dann geben wir es halt lieber für Tickets für Beamte aus oder für was auch immer.
Okay. Aber bei dieser Frage jetzt, da geht es nicht um Geld. Da geht es überhaupt nicht um Geld, sondern da geht es darum, in einer sich veränderten Landschaft der Kitas, in der Eltern mittlerweile 2/3 aller Eltern ihr Kita in einer Ganztagsbetreuung haben in unserem Land. Über 2/3 der Eltern geben ihr Kind in eine Ganztagsbetreuung. Und es gibt bis heute noch kein demokratisch legitimiertes Mitbestimmungsgremium für die Kita-Eltern in unserem Land, um genau diesen Prozess zu begleiten. Und das ist eine Leerstelle, die kann so nicht bleiben. Und Hessen ist ja da auch ein Sonderfall. Hessen ist außergewöhnlich hintendran. Dieses Land leistet sich eine Leerstelle bei der Frage der Partizipation der Eltern und in den Elternrechten. Und das kann nicht so bleiben. Und auch wenn Sie heute wieder mit Ihrer Mehrheit und scheinbar auch mit bornierter Arroganz diesen Antrag ablehnen und die Rechte und die Bedürfnisse der Eltern in unserem Land mit Füßen treten, fragt man sich natürlich, warum machen Sie das? Es kostet doch eigentlich nichts. Es ist ein Gesetz, das Sie auf den Weg bringen könnten, und wir würden in kürzester Zeit eine legitimierte Elternvertretung in unserem Land haben. Warum haben Sie da solche Angst davor? Das fragt man sich doch. Ich glaube, Sie haben deshalb so viel Angst davor, weil die Ihnen einmal erklären würden, wie die Lebensrealität der Eltern in unserem Land ist, die verzweifelt einen Kita-Platz suchen, wie die Herausforderungen der Erzieher in den Kitas sind, die jeden Tag versuchen, das Beste in ihrer Einrichtung zu leisten, und die Ihnen sagen würden, eigentlich müssten wir 1/3 mehr Erzieherinnen und Erzieher in unseren Kitas haben, um die Qualitätsstandards, die internationaler Standard sind, leisten zu können. Herr Rock, lassen Sie nochmals eine Zwischenfrage zu. Gerne. Drücken Sie. Vielen Dank für die Gewährung der Zwischenfrage. Ich frage Sie, ob Sie bei dem eben benutzten Begriff der Arroganz bleiben möchten. Herr Rock, ja, ich muss hier noch richtig drücken. Jetzt haben Sie wieder das Wort. Das war jetzt irgendwie keine inhaltliche Zwischenfrage. Selbstverständlich bei euch bei dem Begriff Arroganz, weil genauso war das Auftreten hier und genauso empfinde ich das, wenn man nachdem wir das erste Mal am 30.11.2017 diese Elternvertretung für den Kita-Bereich hier eingefordert haben. Das heißt, vor 2 Jahren haben wir zum ersten Mal einen Gesetzentwurf hier eingebracht, den Sie mit den gleichen Argumenten wieder ablehnen. Wie würden Sie das nennen? Es ist nicht sachlich begründet. Ich nenne das dann halt einfach Arroganz. Das mag eben so sein. Ja, aber Sie sagen ja, Sie wollen einen, Herr Bellino. Sie sagen doch, Sie treten doch überall auf und sagen, Sie wollen einen Elternbeirat. Sie machen es halt nicht. Und darum frage ich mich, wie gesagt, warum tun Sie das? Ich glaube, dass Sie einfach diese Konfrontation und Auseinandersetzung mit den Eltern scheuen, weil die Ihnen nämlich ins Stammbuch schreiben würden, was Sie endlich machen müssen. Und jetzt hat ja der Bund Sie mehr oder minder gezwungen, was zu tun, indem er selbst Geld zur Verfügung stellt. Ich frage mich, wann endlich Ihr Gesetzentwurf hier vorgestellt wird, damit wir sehen, was Sie damit machen. In einem der zentralen Themen der Landespolitik, in dem wir für die Zukunft unserer Kinder etwas leisten müssen, schläft diese Landesregierung. Selbst bei den kleinsten Vorstößen, Partizipation zu ermöglichen, blockieren Sie mit aus meiner Sicht unzureichenden Argumenten. Seit zwei Jahren steht diese Forderung im Raum. Jetzt haben Sie diese Aufgabe als Landesregierung auf eine Servicestelle abgewälzt, die Vorbereitung dieser Implementierung, anstatt dass Sie selbst diese Verantwortung übernehmen würden. Ich kann Ihnen nur eines sagen. In dieser Legislaturperiode, da bin ich mir ganz sicher, werden wir ein solches Gesetz noch erleben. Wir werden es nicht zulassen, dass Sie weiter die Rechte der Eltern dermaßen unnötig einschränken. Und wir werden am Ende an unser Ziel kommen. Da bin ich mir absolut sicher. Vielen Dank. Danke, Herr Rock. Zu einer Kurzintervention hat sich Frau Anders für Bündnis 90 Die Grünen gemeldet.
Ja, sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Rock, da Sie mich ja persönlich schon so schön angesprochen haben, möchte ich Sie gerne fragen, wo waren Sie denn bei der Anhörung zu dem Gesetz? Ich habe den Eltern zugehört, und ich nehme Eltern ernst, wenn sie mit mir sprechen. Das habe ich in meinen 20 Jahren Berufsdasein getan, und das werde ich auch hier in diesem Landtag tun. Und wenn Eltern da sitzen und sagen, dass es zu früh ist, dass sie gerne diesen Unterbau professionell mit der LAG Kita Eltern Hessen gemeinsam aufbauen wollen, dann nehmen wir das ernst, und dann machen wir Gesetze, und Sie machen es halt andersrum. Das ist Ihre Sache. Aber Sie haben den Eltern leider nicht zugehört bei dieser Anhörung. Danke, Frau Anders. Herr Rock, Sie haben Gelegenheit zur Antwort. Liebe Frau Anders, ich habe mich schon sehr lange mit diesem Thema beschäftigt. Ich führe dazu auch ganz viele Gespräche. Ich habe auch die Unterlagen gelesen, und ich setze mich damit auseinander. Und wir haben hier einen Änderungsantrag eingebracht, in dem wir deutlich machen, dass wir die Anregung der Anzuhörenden sehr wohl ernst nehmen. Im Gegensatz zu Ihnen, Sie haben keinen Änderungsantrag eingebracht. Wenn Ihnen etwas daran liegen würde und wenn Sie zugehört haben und Sie hätten Verbesserungsvorschläge wahrgenommen, hätten Sie das machen können. Wir haben zugehört, wir haben einen Änderungsantrag beigebracht, und Sie haben es nicht gemacht. Wir hören auf die Menschen, und wir haben reagiert. Und wenn es nach uns gehen würde, gäbe es jetzt schon einen Elternbeirat für Kitas, und der wäre auf dem Weg. Vielen Dank, Frau Anders. Danke, Herr Rock. Wir fahren jetzt in der Debatte fort mit Frau Ravensburg von der CDU-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Es ist ja verständlich, dass Herr Rock durch sein Verhalten eben über das Verhalten seines Kollegen Hahns hinwegspielen wollte. Denn ich habe hier den Artikel mitgebracht, wie das in Bad Vilbel gelaufen ist. Aber ich kann Ihnen den auch gerne dann noch überreichen. Aber dass Sie dann eine Kollegin hier aus unserem Landtag, aus unserem Ausschuss, nämlich die Kollegin Anders, so diskreditieren, das finde ich einfach schäbig von Ihnen. Und Herr Rock, wir werden unsere Meinung auch nicht nach Ihrer Rede eben ändern. Wir werden das Ziel verfolgen, aber in dem Tempo, was wir bestimmen. Und deshalb werden wir den Gesetzentwurf auch ablehnen. Ablehnen deshalb, weil wir natürlich, und das will ich auch hier noch einmal betonen, dem Anliegen der Eltern auf Mitwirkung in unseren Kindertagesstätten sehr wohl Rechnung schenken wollen. Aber wir haben schon von Anfang an gesagt, und wir haben eben mit den Eltern gesprochen, dass der jetzige Zeitpunkt eben zu früh ist. Ohne den Aufbau von notwendigen Strukturen und Vernetzungen, Frau Böhm hat es eben auch noch einmal aus dem Brief der Kita-Eltern zitiert, kann die Umsetzung von landesweiten Kita-Eltern-Beiräten eben nicht erfolgreich sein. Und das wollen wir. Das soll ein erfolgreiches Konzept werden. Und daran ändert der vorliegende Änderungsantrag eben auch nichts. Die Anhörung hat uns im vollen Umfang bestätigt. Und deshalb werden wir auch weiter an dem Signal arbeiten. Denn ich finde es auch ein ganz tolles Signal, dass die Kinderbetreuung eben ein ganz, ganz wichtiges Thema für die Landespolitik ist. Schon deshalb, weil erfreulicherweise die Geburtenraten landesweit wieder steigen. Und das stellt Kommunen und Kita-Träger gleichzeitig natürlich vor große Herausforderungen. Sie müssen neue Plätze schaffen, die Betreuungszeiten ausdehnen und gleichzeitig qualitätsorientiert arbeiten. Das geht nur, da widersprechen wir uns gar nicht, mit ausreichendem und gut qualifiziertem Personal. Eltern erwarten zu Recht von uns, dass wir den hohen Ansprüchen an Qualität in der Kinderbetreuung gerecht werden. Und deshalb werden wir beim Gute-Kita-Gesetz, was jetzt kommt und was gegenwärtig zwischen Land und Bund verhandelt wird, also Sie können geduldig abwarten, solange dauert es eben nicht mehr.
Deshalb werden wir unser Augenmerk auf Fachkräfteversorgung und die Verbesserung der Kita-Qualität eben nehmen, neben der bereits angekündigten finanziellen Unterstützung der Kommunen, was uns auch sehr, sehr wichtig ist. Die Kinderbetreuungseinrichtungen sind genauso wie die Tagespflege, die Sie bedauerlicherweise in Ihrem Gesetzentwurf eben nicht mit einbezogen haben. Sie sind beide Bildungsort. Sie fördern die Entwicklung der Kinder, sie ermöglichen das soziale Miteinander, sie wecken Kreativität, Neugier und Interesse auf Neues. Sie machen unsere Kinder stark, aber sie gestalten die Kita auch als einen Ort, wo sich Kinder wohlfühlen können, wo sie gut aufgehoben sind und wo sie spielen und toben können. Meine Damen und Herren, die Bildungs- und Erziehungsqualität in der Kinderbetreuung, das ist uns als CDU eine Herzensangelegenheit. Eltern sollen sich eben nicht nur von außen auf die Qualität in den Kindertageseinrichtungen verlassen können, sondern sie sollen auch die Möglichkeit haben, sich in diese Qualitätsdiskussion einzubringen. Eltern wollen sich informieren, sie wollen einbezogen und gehört werden. Sie möchten Transparenz. Und deshalb sind bereits heute die Elternbeiräte in den Kindertagesstätten für die Kita-Leitungen ein ganz, ganz wichtiger Ansprechpartner. Sie sind im Gegenteil schon bereits wichtiger Bestandteil in der täglichen Kita-Arbeit. Und das flächendeckend in allen 4.200 Kitas in Hessen. Denn das haben wir, Herr Rock, Sie müssten das noch wissen, eben im Kiel-Fest verankert. In wenigen Kommunen haben sich jetzt bereits Stadtelternbeiräte gegründet, aber immer nur in den kommunalen Kindertagesstätten. Und deshalb ist das nicht trivial, dass wir in Hessen eine breite, trägerübergreifende Kita-Landschaft haben, was ich sehr, sehr befürworte. Aber dem muss man auch gerecht werden. Und das haben uns auch die Kita-Eltern Hessen geschildert. Ohne Vorarbeit kann die Umsetzung nicht erfolgreich sein. Und deshalb finde ich es auch traurig, wenn Sie einen Gesetzentwurf vorweisen, vielleicht hätten Sie mal nach NRW geschaut, da ist bei der Wahl ein Quorum mit enthalten, und zwar 15%. Und das halte ich auch für richtig. Denn wir wollen, dass letztendlich in allen Ebenen dann auch die Eltern aus möglichst vielen verschiedenen Trägergruppen berücksichtigt werden können. Und wenn sich eben nicht genug an dieser Wahl beteiligen, dann ist das keine repräsentative Gruppe. Und deshalb sollte das schon angestrebt werden. Und außerdem wird oftmals auch auf die Schulelternbeiräte sich zurückgezogen. Dort gibt es eine viel einfachere Struktur, und deshalb ist das mit den Kita-übergreifenden Elternvertretungen hier überhaupt nicht zu vergleichen. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass sich die Kita-Eltern Hessen ganz engagiert im Beteiligungsverfahren ihres Gesetzes eingebracht werden. Denn die Kita-Eltern sind bereits jetzt zu einem ganz wichtigen Ansprechpartner für uns Politiker geworden. Sie haben eine schlanke Struktur. Sie können sich durch die Landesförderung Ihres Büros der Sacharbeit widmen. Und deshalb sage ich ganz klar, wer könnte sich besser für die Bedürfnisse der Eltern einsetzen als die Eltern selbst? Die Elterninitiative Kita Eltern ist mit ihrer Servicestelle bereits Anlaufpunkt geworden, denn sie informieren die Eltern über Internet und geben ein Newsletter heraus. Und sie bereiten jetzt im Herbst ein großes Zusammenkommen der Eltern vor, um sie über die Ergebnisse ihrer Arbeit und ihrer Erhebungen zu informieren. Und dieser Kongress wird ein wichtiger Bestandteil der Arbeit sein. Deshalb, Herr Becher, bin ich jetzt sehr enttäuscht, dass Sie die Eltern als zu klein darstellen und ihnen die Kompetenz absprechen, so ein Vorhaben umzusetzen. Ich dachte immer, die CDU wäre nicht die Einzige, die für das bürgerliche Engagement steht. Aber dann mit einem Gesetzentwurf zu kommen und dieses bürgerliche Engagement der Kita-Eltern quasi einzustampfen, finde ich schon sehr traurig. Frau Kollegin Ravensburg, Sie müssen zum Schluss kommen.
Herr Präsident, betonen, wem sollte man bei einem Gesetz für die Eltern in den Kitas mehr vertrauen als den Kita-Eltern selbst, die sich in einem Brief an uns gewandt haben, frage ich mich. Wenn Sie klug wären, liebe Kollegin von SPD und FDP, würden Sie Ihren Gesetzentwurf jetzt zurückziehen. Aber ich befürchte, dafür fehlt Ihnen der Mut. Danke. Vielen Dank, Frau Kollegin Ravensburg. Das Wort hat die Frau Abg. Papst-Diebel, AfD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Beteiligung von Erziehungsberechtigten in den Tageseinrichtungen ihrer Kinder ist eine Selbstverständlichkeit. Geht es doch um eine sehr sensible Phase in der Kindheit und um das Erziehungsrecht der Eltern. Grundsätzlich ist es zu begrüßen, wenn Eltern vor Ort mit eingebunden werden und ein Austausch zwischen ihnen und den Erziehern stattfinden kann. Auch eine Erweiterung dieser Beteiligung der Eltern auf die weiteren Ebenen in Städten, Gemeinden, Jugendamtsbezirken und auf Landesebene ist grundsätzlich begrüßenswert. Und das wurde auch durchgehend so während der Anhörung Ende Mai von den Anzuhörenden geäußert. An dieser Stelle möchte ich aber darauf hinweisen, dass die AfD immer wieder, sagen wir, Bauchschmerzen damit hat, dass Kinderbetreuung heute immer früher ansetzt und der Begriff der frühkindlichen Bildung mit in die Argumentationskette eingebracht wird. Bildung basiert auf frühkindlicher Bindung, das werde ich immer wieder anmahnen. Unabhängig davon, dass Eltern sich wohl in der Regel Beteiligung und Mitspracherecht in ihrer Tageseinrichtung wünschen und ein guter Austausch von allen Seiten aus stattfindet, entstehen heute bei vielen Kindern Probleme durch die frühe Fremdbetreuung. Doch dieser Aspekt ist hier an dieser Stelle nicht zu diskutieren, auch wenn er mir und uns Sorgen bereitet. Während der Anhörung zum gemeinsamen Gesetzentwurf der Fraktionen von SPD und FDP kamen einige wesentliche Punkte zur Sprache, deren Klärung erbeten wurde, bevor eine gesetzlich vorgesehene Beteiligung beschlossen wird. So mahnte die Arbeitsgemeinschaft der Ausländerbeiräte die Beteiligung von Eltern mit Migrationshintergrund an. Die Vereinigung der Waldorfkindergärten sprach sich für eine paritätische Besetzung der U3- und Ü3-Gruppen in den Gremien aus. Und der Deutsche Kinderschutzbund empfiehlt eine Einbeziehung der Eltern von der Krippe an bis nach der Einschulung, also von 0 bis 10 Jahren. Ein ganz wichtiger Aspekt ist für uns noch eine umfassende Vertretung der Elterninteressen durch die Berücksichtigung des breiten pädagogischen Angebotsspektrums, die ebenfalls vom Vertreter der Waldorfkindergärten angemahnt wurde. Die vielfältigen Vorstellungen von Eltern zu Betreuung und Erziehung sollten gerade bei einer überörtlichen Beteiligung von Eltern Eingang in eine neue Regelung finden. Und eine standardisierte und qualitative Befragung der Eltern wäre vor Gesetzesänderungen immer wünschenswert. Genauso sollte die bisherige Arbeit der Elternvertretungen durch eine Evaluation die nötige Anerkennung finden. Auf die zu frühe Einführung des Gesetzes, die von der LAG angeführt wurde, ist ja schon bei meinen Vorrednern ausreichend hingewiesen worden. Insgesamt wurde während der Anhörung festgestellt, dass es sich bei den Eltern um zeitlich sehr eingespannte und in der Regel ehrenamtlich tätige Aktive handelt. Vor Ort ist es einigermaßen einfach, sich zu beteiligen, aber die im geänderten Gesetz geforderte Vertretung auf weiteren Ebenen ist mit hohem Zeitaufwand auch im Hinblick auf weitere Qualifizierung und Professionalisierung verbunden, also mit Zeit, die man eben nicht direkt mit den Kindern verbringt. Auch die Finanzierungsfrage ist hier noch nicht ausreichend geklärt, genauso die Frage der Selbstorganisation der Elternvertretungen oder letztlich Pflichtaufgabe für die Kommunen, so der Hessische Städte- und Gemeindebund. Zweimal wurde angemahnt, dass noch offen ist, ob und inwieweit die Vertretungen freier Träger einbezogen werden.
Und eine Klärung wurde ebenfalls im Hinblick auf eine mögliche Absicherung vor Eingriffen in die Zuständigkeiten und Leitung von Einrichtungen angemahnt. Insgesamt haben wir nach der Anhörung festzustellen, dass gerade für die Städte, Gemeinden und Landkreise noch wesentlicher Klärungsbedarf besteht. Die Umsetzung scheint auch, nachdem ein Änderungsantrag die Wahlmöglichkeiten der Elternvertretungen näher regeln würde, nicht ratsam, weil verfrüht. Kurzum, wir lehnen den Gesetzentwurf aus den genannten Gründen Stand heute ab. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin. Das Wort hat der Sozialminister. Kai, bitte. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich will ebenfalls damit beginnen, was Konsens war und weiterhin ist. Es war bereits Konsens bei der Debatte zur ersten Lesung Ihres Gesetzentwurfs im Februar, dass wir Eltern auf allen Verwaltungsebenen, auf denen über die Betreuung ihrer Kinder entschieden wird, beteiligen wollen. Das ist weiterhin unstreitig. Wir wollen das, weil es nicht nur der Logik unserer demokratischen Verfasstheit entspricht, sondern auch fachlich sinnvoll ist. Denn durch rechtlich verankerte und demokratisch legitimierte Gremien von Eltern können letztlich alle Perspektiven auf Kinderbetreuung auch wirklich repräsentiert werden. Neben den Trägern und der pädagogischen Ebene, also insbesondere den Fachkräften, haben Eltern selbstverständlich eine eigene, vielleicht auch andere Sicht auf Fragen der Kinderbetreuung. Sie einzubeziehen, ist wichtig, um zwischen den verschiedenen Interessen wohl abgewogene Entscheidungen treffen zu können. Eltern sind die Expertinnen und Experten für ihre Kinder und sollen so ihre Gedanken dazu einbringen, wie frühkindliche Bildung aussehen soll. Sie haben über diese Rolle hinaus aber weitere Verpflichtungen, die es beispielsweise erfordern, dass die Familie in all ihren Aspekten und berufliche Verpflichtungen gut miteinander verbinden können. Und auch zu diesen Aspekten ist es wichtig, Eltern zu beteiligen. Um Kinderbetreuung fortzuentwickeln, wollen wir all diese verschiedenen Perspektiven einbeziehen. Und soweit ist die Intention des Gesetzentwurfs durchaus richtig. Aber die Anhörung der Verbände und der Expertinnen und Experten am 29. Mai hat doch erneut bestätigt, erstens, der Gesetzentwurf kommt zu früh, zweitens, die Regelung ist noch nicht ausgereift und drittens, die Ausgestaltung im Einzelnen überzeugt nicht. Und daran ändert leider auch Ihr Änderungsantrag nichts. Es rächt sich, meine Damen und Herren, dass SPD und FDP so hoppla hopp nach der gleichen Initiative in der letzten Legislaturperiode erneut diesen Gesetzentwurf zur Regelung von Elternvertretungen eingebracht haben, statt abzuwarten, wie sich der begonnene Prozess entwickelt und daraus dann Schlussfolgerungen zu ziehen, wie wir eine solche Regelung gestalten. Herr Minister, gestatten Sie eine Zwischenfrage, Kollege Rock? Also, lassen wir es sein. Sie wollten Gutes, das nehme ich Ihnen ja ab. Nur, durch dieses Vorgehen laufen Sie Gefahr, dass das Gegenteil dessen bewirkt wird, was Sie wollten. Denn lediglich eine formale Regelung festzulegen, ohne sich Gedanken darüber zu machen, ob und wie diese praktisch gelebt werden kann, schafft auch nur Verdruss, auch bei denjenigen, für die die Regelung vermeintlich gemacht ist. Die Veröffentlichung eines Paragraphen im Gesetz- und Verordnungsblatt hilft der demokratischen Beteiligung von Eltern nur vordergründig, nicht aber tatsächlich. Entscheidend ist es, praxistaugliche Regelungen zu finden. Und die müssen auch und gerade in Hessen ja für eine sehr, sehr diverse und ausdifferenzierte Landschaft passen. Wir haben über 4.200 Kitas in Hessen. Wir haben eine sehr vielfältige Trägerschaft, etwa 60% dieser Kitas sind in freier und 40% in kommunaler Trägerschaft. Rund 10.000 Kinder werden ausschließlich oder ergänzend in Kindertagespflege betreut. Wir haben 423 Städte und Gemeinden und 33 Jugendämter. Nur wenige Städte haben trägerübergreifende Stadtelternbeiräte für die Kitas, und meistens sind die Eltern aus Kitas freier Träger dort nicht vertreten.
Ihr Gesetzentwurf gibt auf diese Komplexität keine Antworten. Zu viele Fragen, die für eine gelingende Elternbeteiligung von maßgeblicher Bedeutung sind, sind nicht geklärt. Es wurde auch in der Anhörung wieder überdeutlich. Beispielsweise, wie wird die Kindertagespflege, die ja von den örtlichen Trägern der öffentlichen Jugendhilfe zu verantworten ist, einbezogen? Können Elternvertretungen auf der kommunalen Ebene von den Eltern gebildet werden, oder müssen die verantwortlichen Ebenen diesen bilden? Daran knüpft die Frage an, wer organisiert die Wahl? Und wenn das jeweils die örtlichen Ebenen sein sollen, braucht es dort zusätzliche Personalressourcen. Wir haben gehört, dass die Jugendämter selbstverständlich dazu in der Lage sind, Wahlen zu organisieren, dass aber über die Finanzierung von Personalressourcen nachgedacht werden muss. Wir haben weiter gehört, wie wichtig es ist, dass Eltern aus freien und kommunalen Kitas ebenso vertreten sind wie die aus Krippen und Kindergärten. Und auch Fragen nach der Kumulation von Ämtern der verschiedenen Ebenen und nach möglicher Überforderung oder von Interessenkonflikten wurden in der Anhörung aufgeworfen. Und gerade vor dem Hintergrund all dieser offenen Fragen hat sich die Landesregierung dazu entschieden, zunächst in einem partizipativen Prozess zu eruieren, welche Regelung praktikabel ist. Es gibt ganz sicher verschiedene mögliche Wege. Das zeigen sowohl unsere bisherigen Diskussionen als auch die Regelungen, die andere Bundesländer bereits getroffen haben. Und wir wollen für Hessen gemeinsam mit den Eltern den richtigen Weg finden. Und genau deshalb fördert das Hessische Ministerium für Soziales und Integration die landesweite Servicestelle der LAG Kita-Eltern. Auch ich muss noch einmal darauf hinweisen, seit 2018, nicht seit 2015, Herr Becher. Dort werden die praktischen Erfahrungen gesammelt, wie Elternvertretungen auf kommunaler Ebene gelingen. Und daraus lassen sich dann Schlussfolgerungen ableiten, wie wir sie am besten ausgestalten können. Erst dann macht es doch Sinn, trägerübergreifende Elternvertretungen auf den verschiedenen Ebenen gesetzlich festzuschreiben. Denn eine lebendige demokratische Beteiligung setzt eine entsprechende Beteiligungskultur und auch Akzeptanz für Beteiligung voraus, von unten nach oben, nicht umgekehrt. Und ich kann Sie beruhigen, Herr Becher, wir haben gute Erfahrungen mit Prozessen, die so organisiert sind, und wir haben auch an vielen Stellen schon bewiesen, dass wir daraus dann auch Konsequenzen ableiten. Und lieber Kollege Rock, Stichwort von unten nach oben, so sollen ja auch die Elternbeiräte wachsen. Und deshalb ist es schon relevant, wenn ein Mitglied Ihrer eigenen Fraktion dagegen stimmt, wenn ein Stadtelternbeirat in Bad Vilbel eingesetzt werden sollte. Sie haben dazu leider nichts gesagt, aber vor diesem Hintergrund dann hier eine solche Rede angemessen ist, das müssen Sie vielleicht mit sich ausmachen. Wir meinen es jedenfalls ernst mit der Beteiligung von Eltern, und deshalb müssen wir dem Vorhaben noch Zeit geben, um es dann umso besser vorbereitet auf den Weg zu bringen. Vielen Dank. Herr Minister, herzlichen Dank. Wir sind am Ende der Debatte und kommen zur Abstimmung. Zunächst der Änderungsantrag der Fraktion der SPD, Fraktion der Freien Demokraten, 2012-25. Bitte etwas um Ruhe. Meine Damen und Herren, ich bitte etwas um Ruhe, damit wir in die Abstimmung gehen können. Ich rufe noch einmal auf den Änderungsantrag der Fraktion der SPD und der Fraktion der Freien Demokraten, 2012-25. Wer ihm zustimmt, bitte um das Handzeichen. Das ist die SPD und die FDP. Wer ist dagegen? CDU, Bündnis 90 Grüne und AfD. Wer enthält sich? Die Linken. Damit ist dieser Änderungsantrag abgelehnt. Dann rufe ich auf die Abstimmung über den Gesetzentwurf der Fraktion der SPD, Fraktion der Freien Demokraten in zweiter Lesung. Gesetz zur Änderung des Hessischen Kinder- und Jugendhilfegesetzbuchs. Wer dem zustimmt, bitte ich um das Handzeichen. SPD und
FDP, wer ist dagegen? CDU, Bündnis 90, die Grünen, AfD, wer enthält sich? Die Fraktion DIE LINKE. Damit ist dieser Gesetzentwurf in zweiter Lesung abgelehnt.